Du bist jung, fit und hast Bock, Leben zu retten? Dann wirst genau du gesucht. Denn tatsächlich ist es für die DKMS extrem wichtig, dass sich besonders junge Menschen als Stammzellspender registrieren lassen. Das liegt natürlich daran, dass junge Menschen fitter sind und weniger Vorerkrankungen haben. Und sie bleiben natürlich länger in der Datei, weil sie mehr Zeit haben, bis sie 61 Jahre alt sind. Und ja, unter den jungen Spendern sind Männer sogar besonders begehrt. Spender zwischen 18 und 30 Jahren werden am häufigsten angefragt. Und dafür gibt es ein paar gute Gründe. Statistisch gesehen wiegen Männer im Durchschnitt mehr als Frauen. Das ist wichtig, weil ein Spender idealerweise ein höheres Gewicht haben sollte als der dazugehörige Patient. Und so gibt es dann auch keine Probleme, genügend Stammzellen für die Transplantation zu sammeln. Auch die Verfügbarkeit von Männern ist oft besser, zum Beispiel weil sie nicht schwanger werden können. Eine passende weibliche Spenderin würde durch eine Schwangerschaft für mindestens 15 Monate nicht in Frage kommen. Das Problem, nur etwa 12% der registrierten Spender sind Männer unter 30. Also sei mir die Frage gestattet, Jungs, was ist los mit euch? Wenn ihr jung und fit seid, dann nutzt die Gelegenheit, registriert euch, rettet Leben. Aber natürlich gilt das auch weiterhin für euch Mädels. Jede von euch kann im Kampf gegen Blutkrebs helfen. Vielleicht bist genau du der genetische Zwilling, den da draußen gerade irgendjemand sucht. Ich zähle auf euch. Du willst dich als Spender registrieren, weißt aber nicht genau wie? Ich erkläre es dir in diesem Video. Einfach hier klicken. Aber wenn du schon Experte bist und dich direkt registrieren lassen willst, dann klickst du bitte einmal hier.